Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report, und heute starten wir hier mal in Duisburg und fahren mit der Straßenbahn. Im letzten Video bin ich ja mit der Ruhrbahn hier hingefahren, von Krefeld über Düsseldorf. Und von hier aus geht es nun weiter, einmal im Versuch, mit nur Straßenbahnen und Stadtbahnen und U-Bahnen quer durch das Ruhrgebiet zu fahren. Und dafür fahre ich nun mit der Straßenbahn von Duisburg nach Mülheim. Es geht unterirdisch im Hauptbahnhof los und dann geht es aber kurz danach schon raus ans Tageslicht. Früher gab es in Duisburg ein sehr großes Straßenbahnnetz, heute sind es nur noch zwei Linien und zusätzlich die Stadtbahnlinie, die ich im letzten Video schon gefahren bin. Heute gibt es nämlich die Linien 901, mit der ich fahre von Obermarxloh bis Mülheim, und die Linie 903 von Dinslaken aus in Richtung Duisburg und weiter zum Hüttenheim Mannesmann. Dann gibt es noch zeitweise die Linie 902, die aber nur bei Veranstaltungen in der Schauinsland-Reisen-Arena verkehrt. Aber es sind trotzdem 53 Kilometer Streckennetz, die es gibt, Schienennetz. Die Fahrzeuge, das sind alle Fahrzeuge vom Typ GT10 NC-DU. Das sind alles ursprünglich achtachsige Wagen und die hat man dann mit einem Niederflurmittelteil zu 10 Achsern verlängert, hat so auch ein bisschen mehr Kapazität, sind aber eben trotzdem alles schon ziemlich alte Fahrzeuge. Ja, die Linie führt dann erstmal durch das Duisburger Stadtgebiet und dann weiter am Zoo vorbei, kurz durch ein Waldstück, und dann ist man schon in Mülheim, und dann geht es dort in Mülheim dann weiter durch das Stadtgebiet. Und in Mülheim, wenn man angekommen ist, dann geht es auch erst durch ein relativ modernes Gebiet mit zahlreichen modernen Häusern und dann relativ schnell auch schon in den unterirdischen Teil, und am Bahnhof Stadtmitte steige ich dann bereits schon wieder aus, und von hier geht es dann im nächsten Video weiter. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Hier seht ihr, von wem die Musik ist, wann das nächste Video geplant ist. Und ich sage danke fürs Zuschauen und würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder einen geteilten Link sehr freuen.